So, bevor ich jetzt meine Bestandsaufnahme mache, gab es noch einen Kommentar, was die Platten angeht, beziehungsweise die Flugoptimierung unserer Roboter, nämlich, dass ich die Kompressor doch in der Nähe von meinen Lagerkisten für jeweils Eisen und Kupfer hinbappen könnte. Denn da direkt vor Ort, also hier hinten irgendwo ist das, die Blöcke herstellen und dann nur die Blöcke fliegen lasse. Weil man braucht wesentlich weniger Blöcke. Also 10 Eisenplatten waren ein Block. Ich guck mal ganz kurz. Ja. Das heißt, entweder müssten sie jetzt 10-mal fliegen, um die Eisenplatten hierher zu bringen, oder sie müssten nur einmal fliegen, um den Block hierher zu bringen. Ne? Macht Sinn. Allerdings sind die Roboter... Naja, doch, die sind ein bisschen ausgelastet. Ist okay, das mache ich kurz. Oh. Wenn ich denn Platz im Inventar hätte. Gib mir die Lederkiste. Oh, ich brauche keine Lederkisten mehr. Das vergesse ich immer wieder. Tu mal hier... Dich da rein, dich da rein, dich da rein. Und Holz kann auch weg. So, und das alles schön nach und nach wegsortiert. Ah, ist das praktisch. Okay, so, weg, weg, weg. Und jetzt fordere ich einfach direkt hier, da und da jeweils die Blöcke an. Wobei ich das Ganze auch über eine Kiste machen kann, richtig. Ich kann ja beide Blöcke hier anfordern. Man muss hier nicht übertreiben, hm? Ich muss nur die richtigen Blöcke nehmen. Block of Copper Plate. 50 sollten reichen. Und Block of Iron Plate. Genau, das heißt, die da können weg, die da können weg. Das kann aufgesammelt werden. Du kriegst deine Blöcke da. Und hier mache ich das Ganze genauso, weil hier auch die Sachen jeweils angeflogen werden müssen. Dann die Flammenwerfer-Munition kurz raus. Muss ich später wieder anfordern. Der hätte da bleiben können. So. Weg, 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 weg. Hier unten. Oh. Keine Abdeckung. Habe ich es richtig gesehen? Ja. Hab ich genug Zeug für ein Roboport? Nö. Ich könnte einen von denen umsetzen, oder? Wozu ist der da? Ich mach den mal weiter runter. Wow. Whoops. ist der Roboport geblieben? Roboport? Auf den Boden habe ich ihn geschmissen. Du, so setz dich jetzt mal hier hin. Dann müsste da oben auch noch alles abgedeckt sein. Aber wenigstens hier unten die Kisten sind auch mit drin. So, du brauchtest Kupferblöcke und die anderen. Das heißt, wir einfach mal dich nach da und dich nach da. Und da lösche ich das raus und alles ist gut. Richtig? Ich glaube schon. Schön, hatte ich noch irgendwo Kompressoren aufgebaut. Ja, drüben beim Illyrium-Zeug, aber das ist jetzt nicht so wild. Eine Sache, die auch noch in den Kommentaren erwähnt wurde, war, dass unser Zentrallager eventuell voll ist. Das überprüfe ich mal, aber es sieht nicht so aus. Nee. Nee, alles gut, da muss ich also nichts bauen. Und jetzt baue ich einfach hier Kompressor. Da einen hin, da einen hin. Ich fordere mal mehr Ärmchen an, das geht gar nicht. So, 50 blaue Ärmchen. Dann kriegen die jeweils eine... Oh, warte. Nee, nee, kriegen eine extra Kiste. Mach die mal dahin und dahin. Und die beschränken wir dann auf ein Stack, sonst verballere ich zu viele Platten. So. Das klappt dann hoffentlich. Und ich habe es hier unten gemacht, weil das hier die ersten Ärmchen sind, die das wegklauen. Also sollten das eigentlich die vollen Kisten sein, richtig. Die hier hinten sind einigermaßen leer. Zumal die Roboter ja auch von oben zuerst nehmen, weil sie immer den nächsten Geber abklappern. Guti. Forschung. Wir haben 8300 DNA. Ich bin versucht, in Richtung Origins-Forschung zu gehen. Wie viele rote Tränke haben wir hier? 500. Wie viel bräuchten wir inzwischen? Das haut hin. Wir bräuchten 2000 davon. Ja, mach mal. Research.
das mangelt jetzt nur an dem Reinlegen der roten Trigger. Das, wenn ich so machen würde und so, ging das viel schneller. Und damit macht jetzt hoffentlich meine MG wieder mehr Schaden und so weiter. Das hatte mich echt überrascht vor kurzem, dass wir mit der stinknormalen Gatling-Gun einigermaßen Schaden anrichten konnten. So, jetzt bräuchten wir nochmal 2000 DNA, haben wir. Und nochmal 300 Trinke, das habe ich nicht. Also nicht gerade jetzt in der Kiste. Aber ich fordere einfach mal hier 1000 an, damit die Rotrankproduktion durchgehend arbeitet. Ah, sieht gut aus. Ah, sieht sehr gut aus. Was habt ihr da oben noch drin? Ja, hier waren jeweils 400, glaube ich. Also 400, 800, 1200. Schön, 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 schön. Da, da. Jo, sehr gut. Also, gleich nochmal. Do, go, research. Und ich mache es lieber von Hand wieder. Zip. Zip. Wenn auch nur alle Forschung so schnell gehen würde. Sehr gut. Jetzt aber Pause für rote Tränke erstmal. Wir 1000 auf Vorrat hinbekommen. Was war jetzt das mit den 60 Liter Tränken? Charakter Logistik-Slots? Nein. Die Sachen kosten alle viel, viel, viel mehr. Du warst das Backup-Ding. Kostet aber 5 Alien-Artefakte. Forschen könnte dieser Ding schon mal. Spricht ja nichts gegen. Die hier waren auch 300. Das ist so krank. Also ich denke nicht, dass ich diese Staffel Factorio mit dem regulären Ende mache. Weil das reguläre Ende, da müsste man, keine Ahnung, 300 Folgen lang Basen zerstören, um genug Lila Tränke zusammenzubekommen, um das Teil da zu bauen. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Das Plasmazeug braucht 50. Aber 50 habe ich nicht. Die brauchen denn nicht nochmal extra was, ne? Nee. Plasma Launcher. Das braucht wieder 100. Nee, gut. Also 50 Liter Tränke spare ich mir zusammen. Für die Plasma-Geschichte. Du kostest auch ziemlich viel. 30. Ja, Wasser und anderes Gedöns bringt nicht wirklich viel. Sauerstoff ist immer wieder ganz praktisch. Aber es kostet jetzt auch wieder 100 rote Tränke. Ne. Das lasse ich laufen wie bisher. So, jetzt kann ich mich dem widmen, was ich eigentlich vorhatte. Nämlich Überblick. Ich hatte angefangen, da oben das Kupfer abzubauen. Das wird momentan aber noch nicht irgendwo hingeliefert, wo es verarbeitet wird. Muss es aber bald, weil das da unten, ne, nähert sich dem Ende. Unsere Vorräte an Eisenplatten sind stabil, Kupferplatten sind fast nicht existent. Dafür haben wir schon 17.000 Rohkupfer drin. Strom sollte eigentlich, ne, sollte eigentlich okay sein. Warum? Ne, wir produzieren nicht genug. Das ist bei weitem nicht okay. Werden die gerade die Akkus aufgefüllt? Ja, ne? Wo seid, da seid ihr? Ich verbrauche gerade 2,6. Deswegen sind wir hier so am Hadern. Aber das dauert viel, viel, viel zu lange. Nee. Ich brauche da definitiv mehr, was Strom angeht. Das heißt, ich schmeiße jetzt doch schon mal die Forschung an, und zwar für das Ding, einfach mal zu testen, wie stark das ist, auch wenn es 5 Alien-Artefakte braucht. Vielleicht ist es das ja wert. Research. So. Also, Kupfer müsste da hinten bald das Fließband komplett rübergetragen werden. Ich hatte hier hinten irgendwo noch das Problem, dass die Fließbänder gelb waren und nicht rot. Ich glaube, das war hier unten bei dem Kupfer. Das habe ich schon gemacht. Das ist okay. Das hier sieht ein bisschen redundant aus. Erstmal nach unten, wieder nach oben. Ja, du kannst weg.
Und das Kupfererz staut sich hier auch schon. Also selbst wenn ich das Kupfer von hier oben, was da runterkommt, anschließen würde, ich hätte nicht genug Grinder, um die komplett alle umzubauen. Das heißt, ich muss wieder töten gehen. Was ehrlich gesagt aber ein bisschen lästig ist, weil es dauert so verdammt lange, das kaputt zu machen. Repair Kit 9. Ja, erforscht man eine Substation, ist okay. So, mach währenddessen mein Inventar leer, damit ich wieder die Flammenwerfer-Muni anfordern kann. Nein, nicht komisch aussehen. Muni. Da, Flammenwerfer. 50 Stück. Die Kompressoren können wegsortiert werden, du kannst wegsortiert werden. Die Akkus und Solarpanels waren für etwaige Illyrium. Vorposten. Und gib mir mal bitte alle lila Tränke, die vorrätig sind, damit sie bei mir im Inventar sind und nicht irgendwo in der Kiste weggesprengt werden könnten. Die können weg. Naja, ein Heilpack habe ich extra, das ist okay. Ich denke, ich laufe jetzt schon mal in Richtung neuer Munitionsherstellung. Einmal um zu gucken, ob das mit den Blöcken da soweit alles klappt. Und zum anderen, um zu schauen, ob schon genug panzerbrechende Munition da ist. Oder was für immer Munition ich da hab herstellen lassen. Ich glaube, es war panzerbrechende. Null. Was? Hä? Warum nimmst du das nicht raus? Ich dachte, grüne Ärmchen nehmen immer raus. Alles, also alles raus, wenn sie keinen Filter eingestellt haben. So, go. So, das hier kann ich mir jetzt auch sparen, da wir das Ding dann nach unten gesetzt haben, richtig? Richtig. Ist nicht albern. Weg. Gut, du bist eine Metallkiste. Mach dir mal eine Lederkiste draus. 300 Raute nichts zu tun haben. Das ist auch schön. Und hier ist ein bisschen Flammenmoney. Gib mal her. So, wo gehe ich denn mal töten? Es wird gerade so schön dunkel. Die Basis da oben müsste ich endlich mal knacken. Und dann könnte ich nämlich auch gleich das Illyrium da abbauen. Achso, gleich. Es dauert halt immer, aber ne? Ich denke, ich werde aber mehr Türme brauchen und dementsprechend auch mehr Muni. Mach mal Fließbänder. Alle zurück ins System. Die brauche ich jetzt beim Töten gerade nicht. Dann fordere mal bitte keine 1000 davon an, sondern ganz viel Gatling-Munition. Und ja, und die komplett. Wie wechsle ich? Kann ich jetzt irgendwie Munitionstyp wechseln? Controls. Next Weapon, nein. Disconnect Trainer habe ich auch nie gebraucht bisher. Cursor Split Craft Cancel Craft Cancel Crafting All. Ne. Na gut. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch das so machen. Und dann gucken, ob er automatisch rote Munition nachlädt oder einfach die erstbeste Munition, die er im Inventar hat. Ja, gut. Mit. Go, go, go. Und mach hier bitte das komplett weg. Lass es bitte ordentlich neu aufbauen. Nein, das war fuck. Eck. So, einfach nochmal den drüber, ne? So. Jetzt bitte ordentlich nochmal drauf aufbauen. Da und da. So. Also eine Riesenlücke hier zu haben, ist sehr beängstigend. Es ist gerade hell geworden, das heißt, wir haben morgens. Sollte also noch genug Zeit da sein. Angriff überall. Ganz viele Dinge schießen. Es wurde bisher nichts. Oh, Grinder. Nicht mein Grinder zerstören. 21 Türme schießen.
Ich würde gerne meine Gebäude verstärken können. Was brauchst du? Hier, ein bisschen Gatling-Munition. Die Lasertürme in Aktion gesehen habe ich auch noch nicht. Oh, ich hoffe mal, sie arbeiten einigermaßen. So. Und jetzt schnell nach oben, bevor es wieder dunkel wird und ich denn die Aktion nicht durchführen kann. Das ist die Basis, wo ich schon, glaube ich, zweimal verzweifelt bin. Ich hoffe mal, jetzt geht's besser, da ich inzwischen mehr von den MK2-Schilden habe. Und jetzt das Heilding und. Und die Panzerbrechende Munition. Und hier ist Illyrium.